Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir wollen heute ein klein wenig Geld ausgeben und ich denke, es ist Zeit für Bowsers Outfit. Das können wir uns heute eigentlich mal relativ gut ansehen. Hier im Küstenland, den wohl schönsten von allen Ländern, und damit spreche ich es eigentlich schon an. Was ist meine Lieblingsstage in Super Mario Odyssey? Ich habe es jetzt gerade schon gespoilert. Ich liebe das Küstenland. Es ist so gut. Es ist so schön. Aber ich möchte auch gerne meinen Senf zu den anderen Ländern hier heute in diesem Part abgeben. Und um die Frage einfach mal direkt an euch weiterzugeben, falls ihr es nicht schon im letzten Part getan habt: Was ist eure Lieblingswelt aus Super Mario Odyssey? Und das Wichtigste, man kann ja gerne eine Welt vorschlagen, aber mich würde auch brennend interessieren, warum ist es eure Lieblingswelt? Deswegen seid nicht schüchtern, um es mir in den Kommentaren zu schreiben. So. Und ich denke, ich habe auch schon einen weiteren Mond hier im Küstenland entdeckt. Hier den Hut nämlich auf diese Säule werfen. Und dann dürfte hier ein weiterer Mond aufploppen. Und ein wunderbarer Übergang zum nächsten. Und zwar, ich habe ja gesagt, wir sprechen heute alle Welten an. Was sind meine Lieblingswelten? Welche haben mir am meisten Spaß gemacht? Und. Beziehungsweise meine Meinungen zu den einzelnen Welten. Und weil ich gerade Hut angesprochen habe, beginnen wir doch einfach mit dem Hutland. Das Hutland, ein perfekter Einstieg. Auch so ein bisschen düsteres Dorf, ne, alles zerstört anfangs. Alles so ein bisschen traurig. Aber ich muss tatsächlich gestehen, ich mag das Hutland. Ich mag diesen schwarzen Style und vor allem diesen Fessboden. Ja, was heißt Fessboden? Diesen Kunststoff. Nicht Kunststoff. Diesen Wolleboden. Der gefällt mir halt einfach. Der ist einfach richtig hübsch umgesetzt. Und nein, da will ich nicht runter. Und deswegen würde ich tatsächlich das Hutland zu einem meiner Welten dazu zählen, die ich viel, viel mehr mag. Auch wenn es nur eine relativ kleine, aber feine Welt ist, es soll ja auch nur der Einstieg sein in dieses Spiel, ist es doch eine relativ gelungene und vor allen Dingen hübsche Welt. Das ist meine Meinung zum Hutland. Und eigentlich kann ich auch dasselbe direkt an das Kaskadenland übergeben, muss aber tatsächlich auch die Meinung von vielen anderen Leuten hier, die Super Mario Odyssey besitzen, unterstützen. Denn viele sind der Meinung, es ist ein bisschen schade, dass der Dinosaurier so einen kleinen Auftritt nur bekommen hat, weil viele haben sich echt einen größeren Auftritt für den Dinosaurier gewünscht als nur das Kaskadenland. Da war ja wirklich das Hauptaugenmerk war da auf den Dinosaurier gerichtet. Ja, aber ansonsten hat man den Dinosaurier halt wirklich nirgends mehr gesehen. Beziehungsweise halt nur in so kleinen Abschnitten war der relativ... Die waren zwar relativ gut umgesetzt, die Abschnitte, nicht wahr? Wir hatten da den Abschnitt im Cityland, der relativ cool war. Und wir hatten den Abschnitt in, im Forstland, der komplette untere Bereich. War schon cool, muss man sagen, aber so eine komplette Welt, die wirklich auf einen Dinosaurier, auf so eine prähistorische Welt angelehnt ist, das hatte man tatsächlich leider nicht mehr und deswegen klein, ein bisschen verschenktes Potenzial, aber auch eine hübsche Welt. Auch eine hübsche Welt. Wo ist dieser Mond? Ich finde ihn nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich den Mond nicht finde. Jetzt bewege ich mich mal 1:1 an die Stelle. Das wäre eigentlich hier. Ach, lass mich raten. Dieses kleine Glitzern. Aber hundertprozentig. Natürlich. Oh mein Gott. Das war schwer versteckt. Am Fuße des Leuchtturms. Ja, da bin ich sogar im letzten Part noch 1-2 Mal dran vorbeigerannt und habe das kleine Leuchten nicht gesehen. Gut, aber dann wären wir hier fertig und können uns um den großen Glasturm kümmern. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal durch den Untergrundtunnel schwimmen müssen. Und während ich das dann mache, beziehungsweise wir kämpfen uns jetzt mal ganz nach oben zu einer dieser Wassersäulen, damit ich von der Wassersäule aus, beziehungsweise nicht nach oben, sondern nach hier drüben, damit ich von der Wassersäule aus dann nach unten springen kann. Als allererstes. Ah, da ist Peach. Hi. Hatten wir das Outfit schon? Das Outfit hatten wir, glaube ich, auch schon, ja. Da bin ich mir relativ sicher.
Ich kann mich aber Kunden des Glases in der Abendsonne gar nicht satt sehen. Es gibt für mich nichts Romantischeres als das Meer. Ein Mond wurde mit der Flut an dem Strand gespült. Ich überlasse ihn gerne dir. Dankeschön. Schick, schick. Und was hältst du von meinem wunderschönen Bowser-Panzer? Ständig auf Achse zu sein, hat mich wirklich hungrig gemacht. Wo bekomme ich denn einen ordentlichen Snack? Na, vielleicht im Schlemmerland. Aber da möchte ich jetzt meine Meinung noch nicht dazu abgeben. Da kommen wir noch erst dazu. Wir machen weiter mit dem Wüstenland. Das in meinen Augen größte Land. Und ich mochte die Idee mit der Kopfstandpyramide. Da muss ich heute noch immer lachen. Denn die Kopfstandpyramide war echt eine witzige Idee. Ist so eine Pyramide, die einfach Kopf steht, da sieht man nicht alle Tage. Aber ansonsten würde ich behaupten, die Welt hatte seine positiven wie auch negativen Seiten. Tatsächlich. Also ich mochte definitiv nicht alles. Es gab zum Beispiel diese eine Stelle, bei der man... ein zartes Detail auf dem Glas, bei der man das erste Mal diese 5 Mondstücke sammeln musste. Das fand ich absolut nervig und unnötig mit den Sonnenbrillen-Typis. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich persönlich aus der Wüste nicht so cool fand. Ich weiß nicht, vielleicht kam es im Let's Play nicht so rüber, aber das ist definitiv einer meiner Kritikpunkte. Die Welt wirkt ein bisschen gestrengt. Gestresst? Nee, gestresst nicht. Die wirkt ein bisschen gestreckt. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Indem man halt immer wieder neue Missionen reingeworfen hat. Aber es war eine coole Welt. Ihr merkt schon, ich mag eigentlich das komplette Spiel. Beziehungsweise, es gibt definitiv eine Welt, die ich verabscheue. Aber der größte Teil des Spiels ist doch schon relativ gut gelungen. Und es ist natürlich auch Ansichtssache, weil vielleicht gefällt euch ja die Welt, die ich nicht so wirklich mag. Wo ist denn jetzt der Mond? Nicht in der Luft, oder? Weiß es nicht. Hallo? Den sehe ich gerade tatsächlich nicht. Ja, aber hier unten ist auch nichts, oder? Oder was soll ich darüber zu den Cheep-Cheeps? Nein. Wahrscheinlich irgendwo wieder ein richtig dummes Glitzern. Er müsste aber hier sein, genau an dieser Stelle. Entweder unten oder oben. Nein, doch nicht. Hä? Hier drüben? Nein. Hä, wo ist der? Wieso verstehe ich die Aufgabe gerade nicht? Sekunde. Uns fehlt ja auch noch ein kompletter anderer Mond. Oder ist hier eine Stampfattacke gefragt? Tut mir leid, dass ich da gerade so ein bisschen mich... Oder ist es der Hase? Es könnte der Hase sein, weil der Mond bewegt sich ja anscheinend. Es wird wahrscheinlich hundertprozentig der Hase sein. Aber guckt euch mal den an, was der hier für einen Speedrun hinlegt. Ich glaube aber, ich weiß, wie ich den bekomme. Und zwar mit dieser Turbofrucht hier. Na komm her, Kleiner. So einfach entkommst du von mir nicht. Dankeschön. Dann hätten wir das geschafft. Ja, Wüste. Wo würde ich sie einsortieren? Ich würde tatsächlich behaupten, nach dem Hutland. Und nach dem Kaskadenland auch. So gut fand ich die jetzt doch nicht. Aber ich mochte die Idee halt. Die Idee war schon cool. Vor allen Dingen mit dem, dass die Wüste halt anfangs gefroren war. Der Bosskampf war auch mega awesome. Also ich meine damit natürlich den Bosskampf unten beim Ring und nicht einen anderen Bosskampf. Weil es gab ja auch immer die Brooders in den Welten. So ein Stern bzw. ein Mond muss sich hier noch befinden. Deswegen kaufe ich mir mal ganz kurz einen Tipp, damit wir das schnell und einfach erledigen können. Ja. Und dann hätten wir die Welt auch abgeschlossen innerhalb von 10 Minuten. Das heißt, wir können heute schon mit der nächsten Welt beginnen. Na, ich würde behaupten, das kann sich doch sehen lassen. Schick, schick. Ja. Ich mochte die Idee, dass die Welt am Anfang gefroren war. Ist, glaube ich, alles gesagt zu dieser Welt.
Aber ist halt nicht meine Lieblingswelt. Meine Lieblingswelt, habe ich ja eh schon gesagt, das ist einfach hier dieses Küstenland. Da kommt einfach so richtig das Mario Sunshine-Feeling auf. Ich bin ja auch ein riesiger Mario Sunshine-Fan. Mario Sunshine ist mein Lieblings-Mario 3... Jetzt bin ich in die falsche Richtung gerannt, ey. Ist mein Lieblings-3D-Mario-Spiel, deswegen. Ich liebe Mario Sunshine über alles. Und das Küstenland ist einfach... allein der Ausblick. Seht euch das hier mal an. Da bekommt man richtig Laune auf Urlaub. Deswegen, das ist einfach ein richtig hübsches Land. Auch wenn für viele wahrscheinlich das Highlight das Cityland sein dürfte. Kann ich mir relativ gut vorstellen. Mein Highlight ist und bleibt hier das... ja, das Küstenland. Warum stotter ich? Sowieso eindeutig. Und wo ist der Mond? Das ist jetzt noch eine wichtige Frage. Ich würde eigentlich schon gerne schon mit der nächsten Welt beginnen, weil dann haben wir da schon mal wieder ein bisschen... Zwar ist es schön, eine komplette Welt in dem Part zu machen, aber ihr seht ja, wir sind eigentlich fertig. Holen wir mal ganz kurz den Namen von Cheapery. Geheimfahrt zum Blubberstrand. Da ist ein Bild. Da oben. Das bedeutet aber, ich muss aus einer anderen Welt hierher. Das Bild haben wir noch nicht gefunden. Da wir ein Bild bereits im Pilzkönigreich gefunden haben, nehme ich an, dass sich dieses Bild auf der dunkleren Seite des Mondes befinden wird. Wir sind so gesehen fertig. Diese Welt können wir also erst zu 100% abschließen, wenn wir uns auf die dunklere Seite des Mondes begeben. Und deswegen lasst uns weitermachen mit dem Schlemmerland. Here we go! So, Seeland. Seeland. Das erste Land bei Nacht, könnte man sagen. Und es sah bei Nacht auch mega cool aus. Ganz im Gegenteil zu der Tagversion dieser Welt. Die fand ich nicht so cool. Aber, ja, die Nixen hatten was. Ich weiß nicht, so die neuen Spezies allgemein in diesem Spiel haben was. Das ist so das Einzige, was mir vom Seeland in Erinnerung geblieben ist. Das waren die Nixen. Alles andere ist einfach puff weg. Klar, die Glaskuppel, das Dorf unter Wasser. Aber sonst... Sonst ist irgendwie nichts hängen geblieben. Ich glaube, auf dem Platz ist irgendwas los. Deswegen würde ich das Seeland, auch allein schon deswegen, weil es wieder eine von diesen kleineren Welten war, tatsächlich zu den schwächeren Welten zählen. So, und das machen wir jetzt einfach mal hier mit so einem Jump, weil da habe ich gerade überhaupt keinen Bock, mir da jetzt erstmal den Weg zu so einem Lava-Gegner zu erkämpfen. Ja, Seeland war nicht so meins. Aber auch das Forstland war definitiv nicht meine Welt. Ja, ich weiß nicht, da fand ich die Welt aus Sonic Colors besser umgesetzt. Da gab es in Sonic Colors ja auch so eine Welt, die mit Maschinen und mit Blumen gemischt war. Also so, ne, so Future-mäßig, könnte man fast schon sagen. Maschinenbau und... Ne, ihr wisst Bescheid. Die war in Sonic Colors besser umgesetzt. Und deswegen würde ich tatsächlich auch das Forstland zu meiner Hasswelt zählen. Die ging so hoch hinaus, die war so nervig, allein dieser komplette untere Bereich mit den Dinosaurier. Klar, man wünscht sich mehr Bereich mit den Dinosaurier, aber dann streckt ihn doch nicht, indem ihr da so viele unnötige Monde reinmacht. Vor allen Dingen, was soll denn der Mond mit den 800 Münzen auf eine Pflanze spucken? Das war so lächerlich. Also die meisten Monde habe ich in dieser Welt einfach nicht verstanden. Die fand ich extrem dumm. Und genau deswegen würde ich tatsächlich das Forstland zu meiner Hasswelt zählen, einfach weil sie so schlecht umgesetzt war.
grafisch war sie cool. Sie hatte auch coole Ideen, aber einfach absolut schlecht umgesetzt. Das Forstland, meine Hasswelt, und ich denke, da bin ich auch nicht alleine mit dieser Meinung, wie ich bereits im Discord oder unter den ein oder anderen Part erfahren habe. Willkommen, um das Schlemmerfest zu besuchen. Bitte geh doch weiter auf den Schlemmerplatz. Der Schlemmereintopf ist dieses Mal besonders gut gelungen. Das haben wir unseren Vulkan zu verdanken. Okay, war hier nicht eine Röhre? Nein, aber hier oben scheint die Röhre zu sein. Dann lass mich doch da mal kurz hochgucken. Auch die Welt wirkt jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so groß, weil... Na, ihr seht's. Na gut, 5 Monde so. Aber das sieht auch ein bisschen cool aus hier, das Gebiet. Aber... Ich weiß nicht. Die Welt hat wenig von den Monden, die man so freischalten kann. Komm ich da rüber so? Tatsächlich, wo führt mich diese Rakete hin? Ach, so kommt man also an den hier ran. Alles klar, Flug über die Lava-Insel. Und dann muss ich mir eigentlich nur wieder so einen Lava-Gegner grabben. Dann kann die Reise auch schon hier weitergehen. Ein relativ einfaches Gebiet. Lassen jetzt eben etwa die Ideen der Entwickler nach. Aber wir können ja auch direkt mal weitermachen mit dem Wolkenland. Auch das Wolkenland ist ein relativ hübsches Land. Ein bisschen kurz, der erste Fight gegen Bowser, sehr cool umgesetzt. Ich mochte den Fight gegen Bowser. Leider wurde der dann ja wiederholt beim Finale. Also er war nicht einzigartig, könnte man behaupten. Und deswegen, ich weiß nicht, so persönlich würde ich sogar sagen, das erste Mal bleibt mehr in Erinnerung als dann der finale Bosskampf. Da haben sie es sich so ein bisschen ruiniert. Weil halt einfach auch die Überraschung, dass man plötzlich dann im Wolkenland gegen Bowser kämpft. Ja. Die war da halt einfach größer. Ich glaube, ihr versteht mich, wie ich das meine. Deswegen würde ich spontan behaupten, dass ich die Welt, ja, oder sagen wir, dass ich den Bosskampf da sehr cool fand. Aber alles in allem, ich springe da mal ganz kurz ab, weil hier soll sich noch ein Mond rumtreiben. Lass mich raten, das ist hier. Sehr schön. Ich mag auch diese türkisen Monde, die sind hübsch. Ja, ich will auch gar nicht so viel Worte über das Wolkenland verlieren, weil es halt auch eine kleine Welt ist. Die zählt für mich auch so mehr oder weniger gar nicht als Welt. Deswegen, lassen wir es einfach so stehen. Ich fand den Bosskampf sehr überraschend. Ich fand den Endbosskampf leider deswegen ein bisschen schwach. Aber in Ordnung. Das Wolkenland definitiv hübsch. Designed. Kann man mal machen. Nicht wahr? Und hier ist die Party voll im Gange, weil der Schlemmereintopf ja zurück ist. Ich erinnere mich. Willkommen, wir haben so viele köstliche Schlemmereintöpfe gekocht, dass wir unser Schlemmerfestival abhalten können. Okay. Und alle sind hier, die Vereinten Nationen. Und du hast wahrscheinlich wieder hier einen Freund mitgebracht. Ich bin eigentlich mit einem Kumpel hier, aber ja. Alles klar. Das heißt, wir sollten uns wahrscheinlich die Rückseiten von den Kreaturen hier ansehen. Denn da dürfte sich wahrscheinlich irgendwo wieder ein Gesicht verbergen. Dann dreht euch doch nicht um. Was läuft denn da für eine Musik? Kennt man die? Ist das eine Anspielung? Das könnte sein. Du bist verdächtig mit deinen Hut, aber nein. Den fand ich tatsächlich gerade ein bisschen verdächtig. Hm, der könnte überall sein. Ah, und sieh an, da ist Peach. Und tatsächlich mal mit einem neuen Outfit. Schick, schick, meine Liebe. Schick, schick. Gefällt mir. Machst du den Mario? Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go to the Mario. Na, wer kennt's noch? Wer kennt's noch? Ich weiß nicht. Ich finde den Dude gerade nicht. Jackpot haben wir gespielt. Ich denke, ich gucke jetzt noch einfach mal in den Shop rein. Das neue Outfit werde ich mir ja leider nicht im nächsten Part kaufen, weil ich gerne Prinzessin Peach auf dem Thumbnail hätte. XD. Deswegen sparen wir uns das Prinzessin Peach Hochzeitsoutfit noch ein bisschen auf. Irgendwann muss ich es ja so oder so kaufen. Nicht wahr? Aber jetzt erstmal 10 weitere Monde auf unser Konto und damit haben wir die 800 geknackt. Das kann sich doch sehen lassen. Schön.
Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. 800 Monde auf unserem Konto. Das ist einzigartig. Das ist cool. So, hier haben wir das Wettrennen. Will ich das noch in den Part reinpacken? Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wie ich auf dem schnellsten Weg da rüberkomme zum Wettrennen. Es gibt bestimmt irgendeine Abkürzung. Aber die weiß ich gerade tatsächlich nicht. Warum ist hier ein Schlemmereintopf? Warum kocht der hier? Wir jumpen mal hier hoch. Das scheint tatsächlich der richtige Weg gewesen zu sein, denn hier haben wir eine Röhre. Das heißt, das Wettrennen gibt es im nächsten Part. Wir machen heute noch diese kleine Röhrenmission in der Hoffnung, dass die vielleicht ein bisschen schwieriger ist als die andere. Und ja, das sieht tatsächlich ein bisschen schwieriger aus als die andere, weil hier ist die kochende pinke Grütze. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Sieht ein bisschen aus wie Kaugummi. Solltet ihr da genaueres wissen, dann lasst es mich doch gerne wissen. Nach dem Wolkenland kam das verlorene Land und ich würde tatsächlich behaupten, das verlorene Land ist auch eines von den coolsten Welten, einfach weil es so ein bisschen heraussticht. Das ist zwar wieder eine Urwaldwelt, Urwaldwelten kennt man aus Super Mario, das war gut, aber diese tropischen Wigglers mit dem Ziehharmonika-Soundeffekt, wenn man die benutzt und vor allen Dingen, es war so schön bunt für so eine Tropenwelt und vor allem für so eine traurige, giftige Tropenwelt. War das alles echt hübsch bunt? Und die Welt hat ja auch tatsächlich für das, dass sie so klein war, einiges zu bieten. Deswegen würde ich tatsächlich auch das verlorene Land zu den besseren Welten zählen. Würde aber tatsächlich auch sagen, dass meine Lieblingsverwandlung in diesem Spiel der tropische Wiggler ist. Ich mag diesen Ziehharmonika-Sound. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen die Welt beeinflusst. Das kann gut sein, dass ich jetzt einfach die Welt ein bisschen besser beurteile, weil sich da meine Lieblingsfähigkeit im Spiel befindet. Ich würde sogar behaupten, dass das so der Fall ist. Aber wenn es der Fall so ist, dann hat Nintendo alles richtig gemacht, weil der tropische Wiggler hebt diese Welt einfach noch ein bisschen hervor. Und ist es nicht das, was Nintendo eigentlich erreichen will, dass jede Welt so ein bisschen alleinstehend ist? Und deswegen, ja, tropische Welt, eine echt hübsche, erstaunliche, viel zu bietende Welt. Ich mag sie. Ich mag die. Die verlorene Welt. Muss ich zum Cityland noch irgendwas sagen? Es ist erstaunlich, dass eine Stadtwelt mit echten Menschen es in ein Mario-Spiel geschafft hat. Ich glaube, dem sind wir uns alle einig. Auch wenn ich der Meinung bin, dass das Cityland doch relativ wenig zu bieten hatte. Vielleicht bleibt es auch für viele in Erinnerung mit der grauenhaften Seilsprung-Challenge. Das könnte ich mir gut vorstellen. Es würde sich für diese Welt anbieten. Ja, ich finde tatsächlich, dass die für meine Verhältnisse ein bisschen wenig zu bieten hatte. Die Welt. So cool sie auch war und so cool die Idee auch war, war die doch schwach. Okay, den haben wir. Das ist alles, was ich wissen wollte, ne? Werde es wahrscheinlich nicht rüber schaffen. Ja, ganz knapp mit einem Leben. Hier muss ich aber dennoch noch einen Mond rumtreiben. Wo befindet sich dieser? Etwa da drüben? Bei den Rüben? Jetzt hätte ich besser rübergehen sollen, weil da drüben befindet sich ja so ein Lava-Gegner. Dann hätte ich das jetzt schon mal geschafft gehabt. Ja. So viel dazu. Cityland. Wo war ich stehen geblieben? Für meine Verhältnisse ein bisschen wenig zu bieten gehabt. Die Seilsprung-Challenge war schrecklich. Ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich alleine. Die Idee mit dem NES, mit der NES-Anspielung war cool. Die mochte ich. Okay, da kommt man nicht rüber. Also, dass man da Super Mario Bros. Auf der großen Leinwand spielen konnte. Das war auch ein mega cooles Gefühl. Deswegen, ich würde das tatsächlich positiv werten. Oder wie auch immer man es nennen möchte. War eine coole Erfahrung. Aber alles in allem fand ich die Welt halt dafür, dass sie so groß angepriesen wurde, zu klein. Na gut. Man muss natürlich auch gestehen, Pauline kam zurück. Es war das große Highlight, Jump Up Superstar, ne, das Lied war ja in dieser Welt vorhanden. Vor allem das Festival,
Oh mein Gott, war das cool umgesetzt. Und was hatten wir sonst noch? Hoch oben auf einem Dach. Ich werde, glaube ich, noch das Scooper-Rennen hier reinquetschen. Dafür haben wir noch die Zeit. Hi, hi. Ja, das Festival war cool. Am Anfang, also die Regensequenz war, das sah so hammergeil aus. In meinen Videos leider nicht, weil ich natürlich grafisch das alles ruiniert habe auf YouTube. Aber hey, es war echt geil. Ich mochte es. Ich mochte es richtig. Es sah episch aus, aber ich würde dennoch soweit... Ja, doch. Cityland ist definitiv meine Zweitlieblingswelt in diesem Spiel. Nach dem Küstenland. Und da habe ich es eigentlich auch schon gesagt. Ich würde das Cityland nach dem Küstenland einsortieren. Ich weiß nicht, das Küstenland hat einfach so genau meinen Flair getroffen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der tropische Urlaubsmensch und sowas, was das angeht. Ich mag Sunshine, ja, aber das auch nicht wegen den tropischen Feelings, sondern einfach, weil ich mit Sunshine wahrscheinlich relativ viele Erinnerungen verbinde. Es war mein, ja, nach Galaxy war es mein erstes Mario 3D-Spiel. Deswegen, es könnte sein, dass ich einfach mit dem Spiel so viele Erinnerungen verbinde. Das würde ich jetzt spontan behaupten. Aber deswegen würde ich auch nicht sagen, ist das Küstenland auf Platz 1. Es war einfach dieser Flair, es sah so hübsch aus alles. Und deswegen würde ich das Küstenland immer noch auf Platz 1 setzen nach dem Cityland. Ja, Cityland, was will man sagen? Es war halt, ne, wenn man jetzt auch nicht von der Stadt begeistert ist und es war halt alles auch so ein bisschen grau, muss man sagen. Das Festival war eine gediegene Abwechslung, aber ansonsten war die Welt relativ grau und klein in meinen Augen, deswegen würde ich das Cityland auch gar nicht so gut einschätzen. Und genau dasselbe sage ich auch über das Polarland. Das Polarland ist viel zu klein. Da hätte man so viel machen können. Klar, die Überraschung ist definitiv gelungen, mit dem, dass man da nach unten fallen kann in diese warme Hütte und so dann da unten so ein bisschen chillen kann mit den Bewohnern, die da unten leben. Aber an sich? Was hatten wir denn sonst in dieser Welt? Mal ganz im Ernst. Das war gut. Da verkacke ich jetzt sowas von eigentlich. Der geht doch auch bestimmt den Abkürzungsweg, der goldene Cooper, nicht wahr? Hundertprozentig geht der den Abkürzungsweg. Ja. Das ist, glaube ich, verkackt. Dritter. Nein, als ob! Was macht der goldene Cooper da unten? Warum bleibt der stehen? Muss ich nicht verstehen, oder? Nun denn, Polarland. Es ist für mich die schlechteste Winterwelt in einem Mario-Spiel. Man hätte so viel rausholen können. Wie gesagt, die Überraschung war cool für dieses Winterdorf da unten. Man hat ja auch diese coole Wettrennen-Idee eingebaut. Aber alles in allem war das einfach wirklich schwach. Da kann ich halt wirklich einfach nichts anderes drüber sagen. Und ich denke, da bin ich auch nicht der Einzige, der dieser Meinung ist. Küstenland habe ich schon meine Meinung gesagt. Ja, Schlemmerland, da sind wir ja gerade. Schicke Idee mit dem Essen. War halt leider auch schon öfters da. Ne? Nintendo erfindet mit diesem Land das Rad nicht neu. Trotz all dem, schön bunt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese pinke Grütze sein soll. Aber ja, ich will auch gar nicht so viel über das Schlemmerland sagen. Es ist ein durchschnittliches Land. Es sind halt alles so kleine Inseln auf dieser Lava und ich weiß nicht. Es trifft nicht genau meinen Geschmack. Ich würde nicht sagen, dass es eines der schlechten Welten ist, weil sie schon was zu bieten hat und sie bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Aber sie ist auch definitiv nicht eine von den Welten, bei denen ich sagen würde, oh, wenn Mario Odyssey 2 rauskommt, dann wünsche ich mir diese Welt zurück. Oder wenn, keine Ahnung, wenn, ne? So in dem Sinne. Dass man, wenn man die Wahl hätte, eine Welt aus diesem Spiel hier mitzunehmen in einen Nachfolger, dass man sich für eine entscheiden müsste. Das wäre für mich halt das Küstenland. Ja.
Wobei es halt auch schon cool wäre, drüber nachzudenken, wenn man jetzt eine Welt mitnehmen könnte, dass man das Cityland mitnimmt, weil das war definitiv die erfrischendste neue Idee. Nun, ich habe ja eh schon mal angesprochen, was die DLCs angeht. Ich wünsche mir ja auch Piazza del Fino als DLC oder das Sahasraland wünsche ich mir als DLC. Da habe ich euch ja auch gefragt, was ihr euch so als DLC wünscht. Aber da kam ja nichts, weil kein Mensch sich dieses Let's Play mehr anguckt. Deswegen... Bin ein bisschen enttäuscht. Muss ich tatsächlich gestehen. So, ich mache den Part jetzt noch so lange, bis wir es abgeschlossen haben. Wir haben noch das Ruinenland gehabt. Da kann ich auch nicht wirklich viel dazu sagen. Ich mag das Feeling. Ich mag... ja, das Feeling mag ich. Ich mag den Bosskampf. Aber ansonsten ist halt wirklich nichts Spektakuläres in dieser Welt. Sind wir ehrlich? Da ist nichts wirklich Großartiges los. Und deswegen... Durchschnitt. Mehr auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Was wollt ihr von mir? Ach, mit dir! Ne? Ja, hundertprozentig mit dem hier. Ja. Ich verkack's aber trotzdem. Elegant. Elegant verkackt. Ja. Und dann machen wir direkt weiter. Als ob ich den jetzt gekillt habe. Was soll denn der Müll? Lächerlich. Zack. Jetzt muss ich mit dem Hammerbruder zurückgehen, um die Fackel anzuzünden. Weil es relativ eindeutig ist, glaube ich, das sieht jeder, dass man hier die Fackeln für den zweiten Mond anzünden muss. Bowserland. Ja, diese chinesische Welt hatte man schon in Super Mario 3D World. War cool, dass man 3D-Optik zu sehen und dass man da wirklich Open erkunden, also Open World-mäßig erkunden konnte. Er findet das Rad, wie gesagt, auch nicht neu, aber es war schön, das mal in dieser Art und Weise zu sehen. Ist auch eine relativ neutrale Welt, würde ich mir jetzt nicht direkt zurückwünschen. Kann man auch besser umsetzen, wie der newer Super Mario Bros. Re-Hack auch elegant gezeigt hat, dass man das klüger umsetzen kann. Aber, ich würde es jetzt auch nicht zu einer schlechten Welt zählen, definitiv nicht. Joa! Jetzt müsste ich da unten noch eine Fackel mit einem Feuerbruder anzünden. Währenddessen sprechen wir noch zu guter Letzt über das Mondland. Und das ist auch ein Land, was ich eigentlich... Ja, ne, ihr wisst ja meine Reihenfolge, ne? Cityland, beziehungsweise Küstenland, Cityland. Und ich würde tatsächlich dann zu guter Letzt meine Top 3 den Mond sagen. Weil der Mond einfach auch irgendwie was hat. Einfach der Blick vom Mond ist einzigartig. Und, ja, der Ausblick, ne? Ich denke, man weiß Bescheid, was ich meine mit der Blick. Der Ausblick vom Mond ist einfach einzigartig, der ist so hübsch. Und wo fehlt mir denn jetzt was ich nicht angezündet habe? Bin ich echt so abwesend gerade gewesen? Hä? Was wollt ihr? Nintendo. Ich hab alles angezündet. Ach nee, da hinten. Okay. Alles klar. Ja, Mondland. Würde ich auf Platz 3 setzen. Auch aus dem Grund, weil wir halt schon Super Mario Galaxy hatten. Ein HD Galaxy wäre viel epischer als das Mondland allgemein. Ich glaube, da spreche ich auch wieder für alle. Dass HD Galaxy geil aussehen würde. Zwar würden wir es uns definitiv nicht wünschen, weil Galaxy für alle einfach viel zu linear war. Aber man muss einfach gestehen, Galaxy in HD wäre schon episch. Gut, damit ist dieser Part extrem lang. Hoffe, dass er euch gefallen hat. Ich finde tatsächlich, dass ich das relativ unterhaltsam gerade gestaltet habe. Meine Top 3 wisst ihr jetzt. Das Küstenland, das Cityland und dann das Mondland. Was ist eure Top 3? Warum findet ihr diese Welt ist eure Lieblingswelt? Warum findet ihr, dass diese Welt eure Hasswelt ist? Gerne in die Kommentare. Und nicht vergessen, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn wir hier das Schlemmerland beenden. Sowie wahrscheinlich schon mit dem Bowserland beginnen. Bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss, tschüss. Euer Ultra, vergesst nicht den Daumen hoch. Hilft bei diesem Projekt so was von krass.